Da bin ich wieder, Eurederia. Ein wenig hatte ich schon über den Einfluss der Planeten im astrologischen Horoskop erzählt. Heute erkläre ich es noch genauer, wie die Planeten das Leben eines Menschen beeinflussen. Die Charakteranalysen sind für jeden Sternzeichengeborenen gleich, denn jeder ist ein Individuum mit eigenen Wesens- und Charakterzügen. Sie machen dich zu dem, was du bist. Wie erklärt das die Astrologie? Sie liest, das heißt, sie vergleicht, verfolgt die Positionen der anderen Planeten am Tage der Geburt mit der Position der Sonne. Die Sonne ist nur ein Faktor, allerdings weitaus der wichtigste. Davon allein hängt unsere Existenz ab. Deshalb bestimmt die Sonne ihre Stellung im Tierkreis, also unseren Grundtyp. So ist die Frage, wo standen zum Beispiel Jupiter und Saturn, die größten Planeten am Tag der Geburt? Sie üben einen ungeheuren Einfluss aus, sowohl auf das Sonnensystem als auch auf den Charakter und das Leben des Individuums. Während die Sonne unbestreitbar im Mittelpunkt unserer Existenz steht, verändern die Planeten ihren Einfluss je nach ihrem eigenen besonderen Charakter, nach ihrer Stärke und Stellung. Da sich die Planeten um die Sonne drehen, müssen ihre Stellungen für jeden Tag, für jedes Jahr genau berechnet werden, um ihre Funktion im Horoskop zu bestimmen. Doch um das volle Ausmaß zu erkennen, wie die Planeten das Leben eines Menschen beeinflussen, muss man die entsprechenden Tabellen vorliegen haben, um exakte Positionen am Tag der Geburt festzulegen. Die Astrologie ist sehr komplex, sodass sie schwer erklärbar ist. Aber genau das ist das Interessante am Universum. Im nächsten Video stelle ich euch die Planeten vor und nenne ihre Einflüsse, wie sie sich beim Menschen auswirken. Das wird euch sicherlich interessieren. Also bis bald, eure Derea.